Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. Und wie ihr seht, ich habe jetzt drei verschiedene Outfit-Varianten. Einmal sieht man hier unten, dieses Outfit ist für durchschnittliche Temperaturen gemacht. Hier haben wir eins für heiße Temperaturen. Und hier haben wir eins für kalte Temperaturen. So, ich musste zwar hier die Weste austauschen, aber das mit der Jacke finde ich ganz nice. Gut, ich hätte auch den Mantel vielleicht behalten können, aber das wollte ich jetzt nicht so. Finde ich eigentlich soweit ganz okay. Vielleicht finde ich ja noch irgendwann eine andere Jacke, aber ich finde, das passt hier in die Gegend eigentlich auch ganz gut. Und hier habe ich jetzt die Weste umgeändert, die wir neu gekauft haben, weil die finde ich eigentlich ganz hübsch so. Ah, perfekt. Ich habe irgendwie hier die glänzenden Stiefel und hier die nicht. Egal. Ist ja auch Wayne. So. Wir sind ready to rumble. Upsala. Was stand da gerade mit Outfits? Ich habe die alle auf meinem Pferd gespeichert. So, Pferd. Erstens mal werde ich jetzt erstmal noch schnell eine Kleinigkeit essen. Dann ich gerne meine Gewehre. Will ich das wirklich? Ich habe halt echt keinen Bock auf Maika, ne? Ich weiß auch nicht, das ist so ein... Ich hasse den Kerl einfach, der ist so... Wenn der dann wieder im Camp ist, wie der auch immer die Leute anredet, das ist halt einfach nur ätzend. So, genauso ganz am Anfang schon die Aussage, ja, mei, dann sterben halt mal Leute, bla. Sollte ich vielleicht mal zu ihm sagen. Aha. Arthur! Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? Ich weiß noch nicht so genau. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. Selig sind die Sanften mit dir. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. Hmm. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you. Und es regnet. You got to do something, Arthur. I have to do something, aber ich habe neue Klamotten gekauft. Die will ich eigentlich nicht dreckig machen. Oh, ich hasse dich. Finde einen Weg, den dämlichen Idioten zu befreien. Ja, das ist das unauffälligste. Ich habe das, ja, das unauffälligste, was ich machen kann. Maika, wenn du nicht dankbar bist dafür und dreh dich dir in die Eier, kann ich dir nicht einfach, kann ich dich erschießen? Maika? Don't leave me in here, Morgan. Ich muss den dämlichen Idioten retten, ne? Come on, you gotta try something. Ja, halt die Fresse, weil sonst überlege ich mir das vielleicht doch noch anders und schmeiße Dynamit durch die Zelle rein. If you're happy and you know it, see you on Seil. Muss ich das in die andere Richtung? Ne. Ich muss echt die ganze Zeit draufhämmern?
Hammer, 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 hammer. Have fun. Tschüss. Arthur, geh einfach weg. Der kann alleine flüchten. Let's get out of here. Come on. Maika! He was a old Driscoll. Ja, du bist auch ein old Driscoll, du blödes Asshole. Ich hasse mein Leben. Beschütze Asshole. Oh. Nicht das Pferd! Maika, kannst du nicht einfach laufen, du dämliches Asshole? Tot oder lebendig? Das ist super, sowas von geil. Unfinished Business! Ich geb dir gleich. Oha. Bitte schön. Maika, ich würde da hinten nicht reinrennen. Ich habe da gerade Feuer hingeschmissen. Maika hört natürlich nicht, weil er nicht wirklich. Wieso muss ich dich, Arschloch, eigentlich beschützen? Ich habe gar keine Böcke da drauf, du dämlicher Ochsenfrosch. Ja. Was habe ich denn jetzt wieder für einen erschossen? Warum habe ich jetzt Minuspunkt bekommen? Der hat auf mich geschossen, wollte mich verarschen. Ich owe dir gar nichts. Woman, like I said, I need to see someone. Skinny! Get out here! Skinny! It ain't Skinny, my name's Norman. Oh, you always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me, a man at Arthur. Hast du gerade Mary gesagt? No, we don't have to shoot everyone. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, schön, dass ich jetzt wieder Minuspunkt bekomme. Ich habe einen Minuspunkt bekommen. Du dummes Asshole. Hat er verdient. Aber das ging jetzt dezent ein bisschen zu schnell. Bin gerade auf meinem Pferd drauf und wollte die Waffen anlegen. Choice. Yeah. Look, they're sending the whole brigade. You're gonna pay for this.
Da musst du die Pferde erschießen, du Psycho. Ich hasse dich. Sorry. Ich hasse dich, Michael. Und ich habe 2 Minuspunkte bekommen. Jetzt kann ich mit deinem Camp arbeiten. Aber echt. Du dämliches Arschloch. Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time. Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Okay, hier kommt gerade ein Megasturm. Seht ihr das da am Himmel? Ultra Unwetter des Todes? Oha! Ich habe schon wieder ein Viech über den Haufen geritten. I think we finally lost him. I hope so. Ich hasse dich. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was. Steck dir dein Holster in den Arsch. All day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Wenn ich jetzt denkt, what the heck? Ja. Genau das denke ich mir auch gerade. Aha, innerhalb von... Ja, schön. Lande 15 Kopfschüsse, schieße dem... ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Wann habe ich denn einen Gesundheitsgegenstand benutzt, bitteschön? $300 Kopfgeld, ey, wegen diesen blöden Piss-Typen. Ich hasse ihn so sehr, diesen dämlichen Pimmel. Ich bin halt schon wieder untergewichtig, ey. In dem Spiel kann ich nur fressen. Ich hasse Mike. Dann haben wir uns noch mal gleich. Wieso ist der überhaupt mit Dutch rum? Sieht hier aber ein bisschen gammelig aus. Dieser Depp. Jetzt habe ich so viel Kopfgeld. Ich hasse ihn. Diesen blöden Penner. Na, zumindest ist er jetzt aus dem Knast draußen. Aber trotzdem. Yes.
die Leute nicht, die den mögen. Ich finde das annoying. Nicht da rein. So. Jetzt müssen wir irgendwo unsere... Da vorne ist eine Leiche. Ja, wir bezahlen... Oh nein. John will was von uns. John will mit dir sprechen. Ich muss John ausrichten, dass ich keinen Bock habe. Wir könnten auch da hinten mal noch gucken. Da will ich auch noch mal hoch. Jetzt reiten wir erstmal kurz davor um die Biege und gucken, warum da eine Leiche ist. Was ist denn hier schon wieder los, Mann? Och, Fetz, Mats, nuni, nani, nini, nani, nai. Ich meine, spiel mit mir. Ich stehe nicht auf dich. Oh, Driscoll. Aua. Was macht mein Pferd da? Fresse. Aua. Shoot yourself. Wo ist denn der Penner? Da ist er. Ah, Schiebo. Habt ihr hier den Kutschen? Du wirst den Gesetzeshütern alles über mich erzählen. Warte. Ich überlasse es dem Schicksal. Okay. Wenn du in die Luft fliegst, bist du tot. Und wenn nicht, dann nicht. Das Schicksal hat gegen dich gewotet. Sorry. Oh, Driscoll. Seid ihr jetzt glücklich, ja? Nein? Ich habe immerhin $200... $300 Kopfgeld. Doch hier irgendwo... Ach, das war die Leiche. Oh, geil. So, jetzt gehen wir mal zu der Zugstation. Zahlen unser Kopfgeld. Ich will nämlich da hinten noch was erkunden. Da gibt es nämlich, glaube ich, eine Pfeife für Dutch. Da hinten irgendwo in dem Ding. Da ist allerdings ein Bär drin in diesem Haus. ich hasse Bären. If you're happy and you know it, clap your hands. Huh? Na, sieh mal einer an. Da ist er ja, der Heino. Ja, guten Tag, der Herr. Ich habe da unten vielleicht gerade ein paar Leute erschossen. Okay, let's take a look at it. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Willst du Zigaretten kaufen? Nein? Hier ist ein Nichtraucher. Quality hide makes the hardiest clothes around. Don't doubt it. Du hast Zettel? Ich hasse dich. Tomahawk zum Schmeißen.
kind pelts make one of a kind garments. Worth the legwork, I assure you. Ja, gut, aber der sieht ein bisschen besser aus als die scheiß hässlichen Kackdinger, die ich habe, ne? Verstärkt Patronen erhöhen die Munitionskapazität. Ah, meins. Verringert die Pflege an. Ja. Hey, verringert die Pflege, aber das sieht ein bisschen. Ach, das sind jetzt verschiedene Aussehensdinger. Das finde ich natürlich nice, weil das sieht so western-stylig aus. Hä? Holster. Welches Holster wird denn da? Was soll denn da? Hä? Sieht jetzt auch nicht besonders besser aus. Gib mir nicht immer Klamotten an so eine Scheiße. Ich muss dann immer durchklicken. Ja, das da hinten, das Häuser, was die umtauschen. Jetzt habe ich es gekauft, obwohl ich es nicht wollte. Ah, egal. Nein, oh mein Gott. Ja, ich bin stinkt hier auf dem Kopf. Ja, ich will unbedingt eine Ratte hinten auf meinem Hut haben. Ja, so eine neue Weste wäre vielleicht irgendwann nice, aber... Oder sowas für den Winter. Mokassins. Das ist so hässlich. Hässlich, hässlich. Ich habe mir jetzt bitte nicht diese Mütze versehentlich gekauft, weil dann flippe ich nämlich aus. Ich habe nicht auf Kaufen gedrückt. Ja. Ich bin Krokodil Dundee. Sag mal, gibt's die Klamotten auch in hübsch? Oder ist das absichtlich, dass man aussieht wie eine Kuh? Ja, nee. Ja, genau. Ich töte dafür irgendwelche legendären Viecher, dass ich dann aussehe wie ein Spack. Kein Problem. Vierter. Zureiter. Eieieiei. Kopfgeldjäger. Seit wann sehen Kopfgeldjäger aus wie Rindviecher? Ich klicke hier nur mal schnell durch, weil ich dann besser sehe, was neu gekommen ist und was nicht. Das Einzige, was vielleicht gut ist, ist die Jacke hier noch. Hier, die, ja, die Jacke ist okay. Finde ich, wenn man jetzt sagt, okay, man geht... In die Kälte, also da finde ich jetzt die Jacke und die Weste vielleicht ganz okay, aber das, der Rest ist schon sehr warm. Danke, Monsieur. Und auch wenn ich jetzt gerade ein Waffengurt gekauft habe, den ich nicht haben wollte, habe ich jetzt zumindest einen um die Brust rum für Scharfschütze und ich mache ja viel Scharfschützen-Gedöns, dass ich nicht aussehe wie so ein Depp. Der ist ein bisschen dunkler, der sieht ein bisschen gesäuberter aus. Wir speichern mal. Ich
Ich bin eh schon wieder, hab schon wieder überzogen. Jesus Christ. Gut. Ich werde mich jetzt da hinten noch ein bisschen umsehen in der Walachei, um vielleicht die Pfeife von Dutch zu finden. Maybe, wenn was Spektakuläres passiert, schalte ich euch wieder dazu. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder ganz normal. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao.